Danke für die freundliche Einladung. Ich finde Zeitgeschichte sehr wichtig und sehr interessant. Ich glaube auch, dass es eine sehr enge Beziehung zwischen Politik und Zeitgeschichte gibt. Die Diskussion, ob man aus der Geschichte lernen kann, und dazu gibt es verschiedene Antworten. Eine sehr negative Antwort lautet, die Geschichte lehrt, aber sie findet keine Schüler. Von dem bin ich nicht überzeugt. Ich glaube, dass die Geschichte sehr wohl Auswirkungen hat und dass ihre Lehren und ihre Ergebnisse oder ihre Fehler oder ihre Katastrophen oder ihre Erfolge nachhaltige Wirkung haben. Und gleich bei unserem Thema, ich glaube, dass der Ablauf der Zweiten Republik, und das ist jetzt immerhin schon eine lange historische Periode, die Zweite Republik hat ihren 80. Geburtstag schon hinter sich. Und diese Zweite Republik hätte sich so, wie sie sich entwickelt hat, sicher nicht entwickeln können und nicht entwickelt, ohne das, was vorher passiert ist, ohne den Zusammenbruch der Monarchie mit nachhaltigen Auswirkungen, ohne die Erste Republik mit allen ihren Facetten und Problemen und historischen Daten, ohne 1934, ohne 1938, ohne die Zeit des Nationalsozialismus. Also da gibt es schon einen Strang der Geschichte, der sehr wirkungsmächtig ist und der sehr stark ist. Ich habe mir also vorgenommen, doch den historischen Zusammenhang herzustellen, natürlich die Zeit des Ständestaates in besonderer Weise zu erwähnen, natürlich die Zweite Republik zu erwähnen, aber auch den Ständestaat kann man nicht erklären und verstehen und umfassend beurteilen, wenn man nicht weiß, wie sich das entwickelt hat, wie das gewachsen ist. Die Kirche ist eine Institution, die imponierende, die katholische Kirche 2000 Jahre hinter sich hat. Historische Forschung ist noch immer nicht abgeschlossen und wird nie abgeschlossen sein über alles, was mit der Entwicklung des Christentums zusammenhängt. Ich halte fest, dass die Kirche, die eine Religion im starken Maße der Unterdrückten und der Armen und der Entrechteten und der Schwachen war, im Laufe ihrer Zeit immer mehr sich durchgesetzt hat, dann eine Staatsreligion wurde und sehr viel Macht hatte. Und Macht ist immer umstritten, daher war auch die kirchliche Macht nicht unumstritten. Insbesondere das Spannungsverhältnis zwischen Staat und Kirche oder wenn man will, zwischen Papst und Kaiser ist ein permanenter Faktor in der Geschichte. Ich habe meine einzige Auszeichnung im Jusstudium habe ich im Kirchenrecht gehabt. Verfassungsrecht, Völkerrecht, sondern im Kirchenrecht. Und da hat mir die Bulle Unam Sanctam von Bonifaz dem 8. aus dem Jahr 1902 sehr imponiert mit dieser feinen Symbolik, dass die Macht also zwei Schwerpunkte kennt, nämlich die kirchliche Macht und die weltliche Macht, der Papst und der Kaiser. Beide haben ein Schwert von Gott verliehen bekommen, aber nicht Gott an den Papst und Gott an den Kaiser, sondern Gott zwei Schwerter an den Papst, der behält sich eines an den Kaiser weiter. Also, das ist sehr subtil gesagt. Ja, wir anerkennen auch die weltliche Macht, aber vergesst nicht, wo sie herkommt. Und sie ist über den Papst zum Kaiser gegangen. Dieser Gedanke,
hat nichts daran geändert, dass sich manche Kaiser nicht dem Papst, also als noch gleichwertige, aber übergeordnete jedenfalls abgestufte Form der Macht ausüben, sondern die sehr wohl also das Primat beansprucht haben. Aber dieses Match, wenn man das so ganz leger sagt, ist ja nie zu Ende gespielt worden, weil es hat in den einzelnen Jahrhunderten unterschiedliche Konstellationen gegeben, einmal so und einmal so. Und Tatsache ist, dass auch der letzte österreichische Kaiser und vor allem der vorletzte, also Franz Josef, seine Edikte und seine Anordnungen oft unterschrieben hat mit wir, Kaiser und so weiter, wie hat die Formel geheißen? Gottes Gnaden und dann noch die anderen Herrscherfunktionen, wo man überall Fürst und König und so weiter war. Aber das von Gottes Gnaden hat sich ja erhalten in der gesamten Zeit der Monarchie. Und die ständestaatliche Verfassung vom 1. Mai 1934 hat auch die Promulgationsklausel von Gottes Gnaden erhalten. Nicht so war es in der Zeit zwischen 1918 und 1934 und nicht so war es dann, und ich spreche von Österreich, ab 1945. Ja. Das 19. Jahrhundert hat insofern eine neue Entwicklung gebracht und wir wollen ja möglichst rasch Gegenwart im weiteren Sinne des Wortes kommen, als die gesellschaftlichen Verhältnisse sich sehr stark verändert haben, die Technik enorme Fortschritte gemacht haben, Institutionen wie die Dampfmaschine und die Eisenbahn und im späteren Jahrhundert die Kommunikationsmöglichkeiten und das Auto und so weiter, haben die Gesellschaft wirklich von Grund auf revolutioniert. Und eine Struktur, die im 17. und 18. Jahrhundert wohl 80% in der Landwirtschaft Tätige gehabt hat, hat sich auf einmal verändert, indem ein Proletariat entstanden ist. Eine große Masse unselbstständiger Erwerbstätiger in der Industrie, die ihre eigenen politischen Probleme, ihre eigenen Sorgen hatten. Und dann sich auch organisiert haben. Denn in Österreich hat es ja bis 1848 kein Parlament gegeben und auch nach 1848 noch lange keine politischen Parteien. Es war eine Errungenschaft der 1848er Revolution, dass der Gedanke einer Volksvertretung zuerst in der Pillersdorfschen Verfassung, das war der damalige Innenminister, der 1848 aufgegriffen wurde und in ein Konzept gebracht wurde. Dann hat die Gegenrevolution, wenn man so will, gesiegt. Der alte Kaiser ist zwar abgetreten, aber der 18-jährige Franz Josef ist an die Macht gekommen und hat das Rad wieder ein Stückchen zurückgedreht, hat den Kremsierer Reichstag wieder aufgelöst. Und dann ab 1849, insbesondere in den 50er Jahren und in den frühen 60er Jahren, haben fast unentschieden manchmal fortschrittlichere Kräfte, das Weber-Patent und reaktionärere Kräfte, wieder das Oktoberdiplom. Und so ist der Machtkampf geführt worden, bis dann 1867. Am 21. Dezember 1867 die Staatsgrundgesetze erlassen wurden, die das Recht der Freiheit und Freiheit der Person, Freiheit der Religion, Freiheit der Wissenschaft, Freiheit des Hausrechts und so weiter, eine Reihe von Grund- und Freiheitsrechten verankert hat, die auch die Versammlungsfreiheit eingeschlossen haben. Und aus der Versammlungsfreiheit und der Organisationsfreiheit sind Organisationen entstanden. Zuerst waren es Bildungsvereine. Also die Geschichte der Sozialdemokratie, teilweise auch die Geschichte der christlich-sozialen, beginnt
beginnt in Arbeiterbildungsverein Neubau oder Arbeiterbildungsverein Guntramskirchen oder so. Und erst in den 80er Jahren hat es auch ein Vereinsgesetz gegeben, das die Bildung von Parteien ermöglicht hat. Und es sind die Sozialdemokratische Partei ist 1889 entstanden unter Viktor Adler, die Christlich-Soziale Partei, glaube ich, etwas früher, Lueger, und auch die Deutschnationalen, Schönerer, haben sich in dieser Zeit konstituiert. Und damit hat das Parlament und der Parlamentarismus einen Strukturwandel gemacht. Bis dahin war das Parlament, hat es ja kein gleiches Wahlrecht gegeben, sondern eben abgestuft nach sozialem Status, und wichtige Bischöfe waren und wichtige Adelige waren im Parlament und Großgrundbesitzer, und die weniger Besitzenden waren ja im Parlament dann für das Parlament gar nicht wahlberechtigt, nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer nicht. Und das ist erst im späten 19. Jahrhundert die sogenannte fünfte Kurie eingeführt worden, dass man zwar ein allgemeines, aber kein gleiches Wahlrecht hat, weil das Stimmgewicht sehr verschieden war und die Frauen überhaupt nicht wahlberechtigt waren. Und diese Entwicklung und diese aufstrebende Arbeiterbewegung ist von den Herrschenden als Bedrohung empfunden worden, als Gefahr, als etwas, was sich nicht abschätzen oder einschätzen lässt. Daher ist eine sehr restriktive Politik gegenüber der Arbeiterbewegung und gegenüber deren Forderungen gemacht worden. Daher ist die Arbeiterbewegung immer mehr auch zu einer revolutionären Kraft geworden. Und Sie wissen, der Marxismus hat dann eine große Rolle gespielt. Karl Marx 1818 bis 1883 mit zuerst als Journalist in der Neuen Rheinischen Zeitung und dann mit dem Kommunistischen Manifest aus 1848. Und der Antagonismus zwischen Arbeiterbewegung und dem Staat hat zugenommen. Und die Kirche ist als Verbündete auf der Seite des Staates gesehen worden und war es wahrscheinlich auch. Und der Staat war ein bürgerlicher Staat. Und der Konflikt zwischen unten und oben in der Gesellschaft, wenn man das so einfach formulieren will, hat auch die Kirche mit betroffen und mit einbezogen. Da hat es dann auch Strömungen gegeben, die doch auf die Probleme der Arbeiterbewegung stärker Bedacht nehmen wollten. Aber das hat sich im Wesentlichen auch in der christlich-sozialen Partei konzentriert. Und daher hat es so eine Allianz zwischen Kirche und christlich-sozialer Bewegung gegeben. Und die Arbeiterbewegung war im Gegensatz dazu. Und das war die Situation bis zum Ende der Monarchie, wobei das Jahr 1918 ja ein eigenes Wunderjahr war, was da alles passiert ist und was da alles geschehen ist und was da alles möglich war, was vorher nicht möglich war. Aber Tatsache war, dass in der Endphase der Monarchie, also ich spreche jetzt vom Oktober, November 1918, Teile der christlich-sozialen Bewegung unbedingt und bis zuletzt an der Aufrechterhaltung der Monarchie festhalten wollten, weil es die Republik, weil es ein unbekanntes Terrain, etwas, wo man nicht weiß, wie das endet und wie das ausgeht, empfunden hat. Und es war erstaunlich, dass Ignaz Seipel, der ja später dann eigentlich fast der schärfste Gegner der Sozialdemokratie war, damals im Jahr 18 mit den Sozialdemokraten gemeinsam den Kaiser, wenn man so will, unter Druck gesetzt hat, seine Macht aufzugeben. Und bei der Formulierung der Abdankungserklärung von Kaiser Karl soll ja Ignaz Seipel also federführend mitgeschrieben haben. Und das ist eine sehr interessante Formulierung gewesen. Weil Seipel hat nichts, der Kaiser hat nichts unterschrieben, was er hätte müssen als seine Abdankung empfinden. Er hat nicht gesagt, ich verzichte auf mein kaiserliches Amt oder ich trete zurück,
Und er hat eine Abdankungserklärung, und da war, wie gesagt, Seipel sehr beteiligt, geschrieben, dass er hinkünftig alle Beschlüsse der zu wählenden Volksvertretung anerkennen und auf seinen Anteil an den Regierungsgeschäften verzichten wird. Wörtliches Zitat: Verzichte auf meinen Anteil an den Regierungsgeschäften. Daraufhin ist, das war am 11. November, am 12. November, wie das so schön heißt, die Republik ausgerufen worden, und Karl Renner hat dann gleich einen Text vorgelegt für eine provisorische Ordnung, die dann Neuwahlen ermöglichen soll. Aber der Kaiser hat das Gefühl gehabt, er ist nie zurückgetreten, und auf die Funktion des Kaisers kann man nicht verzichten. Ein Kaiser kann sterben, er kann gestürzt werden, aber er kann nicht zurücktreten. Da können wir jetzt eine Paralleldiskussion machen, wie ist das bei einem Papst? Ob das ist auf andere Weise entschieden worden als damals im Jahr 1918. Und es hat einen gewissen Konsens gegeben, 18, 19. Es war ja auch eine Koalitionsregierung, die nach der Wahl vom Februar 1919 gebildet wurde, doch gemeinsam diese riesigen Probleme zu lösen. Und man hat einen Teil der Lösung auch darin erblickt, das war einstimmig bei Sozialdemokraten, Großdeutschen und Christlich-Sozialen, sich an das Deutsche Reich anzuschließen. Also die Gründung der Republik im November 1918 war die Gründung der Republik Deutsch-Österreich. Das ist in diesem ersten Verfassungsdokument so festgelegt worden. Und wie dann in Saint-Germain das Anschlussverbot beschlossen wurde im Jahr 1919, musste ein Verfassungsgesetz beschlossen werden, in dem steht, der Titel ist nicht mehr Republik Deutsch-Österreich, sondern Republik Österreich. Da hat es schon beträchtliche Spannungen gegeben, weil die Sozialdemokraten letztlich dafür waren, nämlich diese Änderung. Ihnen ist nichts anderes übrig geblieben, dem Karl Renner, als das Diktat von Saint-Germain anzunehmen. Beim Seipel war es genauso, und die Großdeutschen waren wütend und haben das bekämpft, weil sie das für falsch gehalten haben. Aber die Deutschen selber wollten den Anschluss nicht, nicht? Otto Bauer als Kurzzeit-Außenminister ist nach Deutschland gefahren, um mit dem deutschen Außenminister über einen Anschluss zu verhandeln. Und der deutsche Außenminister hat gesagt: Seien Sie mir besser, aber wir haben genug eigene Probleme. Wir wollen uns nicht auch noch die Republik Österreich einwirtschaften. So ist es nicht zum Anschluss gekommen. Die Wahlen des Jahres 1920, im Oktober 1920, ganz, ganz knapp nach erfolgreichem Abschluss der schwierigen Verhandlungen über die Bundesverfassung, haben eine christlich-soziale Mehrheit ergeben. Und von da an waren die Sozialdemokraten in Opposition, die Christlich-Sozialen waren in der Regierung. Anfang der 20er Jahre war Seipel sogar Bundeskanzler für relativ kurze Zeit. Und die Spannungen und Spaltungen in der Ersten Republik zwischen links und rechts, aber auch zwischen Sozialdemokraten und Kirche, sind immer größer geworden. Ein Meilenstein war die Katastrophe von 1927, wo da in Burgenland, Schattendorf, zwei Personen mit Gewehrschüssen getötet wurden. Das Gerichtsverfahren hat zu einem Freispruch geführt, und unorganisiert und wütend und spontan und chaotisch hat es Demonstrationen gegeben. Der Justizpalast ist angezündet worden. Die Regierung hat die Hilfe des Bundesheers in Anspruch genommen, und am Schluss waren ungefähr, glaube ich, an die 90, 89 Tote. 89 Zivilisten getötet und auch etliche von der Polizei. Und Seipel war damals Bundeskanzler,
Und es ist natürlich zu einer stürmischen Parlamentsdebatte gekommen über diese Ereignisse. Und da ist vom Seiten der verhängnisvolle Satz verwendet worden: Verlangen Sie nicht vom Staat Milde, wodurch der Staat selbst so schwer verwundet wurde. Und das hat die Sozialdemokratie so zugespitzt zum keine Milde Minister, dass der Prälat ohne Milde, das sei dieser schrecklichen, traurigen, dramatischen Situation, also da keinerlei Zeichen der Milde oder der Versöhnung setzt. Ich nehme an, ich weiß es nicht, dass die Seipel das so nicht sagen wollte, aber die Worte verlangen sie keine Milde, die bitten, die sind im Parlament gesagt worden, die kann man im stenografischen Protokoll nachlesen. Und das hat schon eine starke psychologische Wirkung gehabt. Und von da an ist es ja bergab gegangen. Ich glaube, man tut dem Zeipel, der hohe Wertschätzung für Otto Bauer hatte und Otto Bauer hohe Wertschätzung für Seipel. Das war völlig anders als das Verhältnis Otto Bauer-Dollfuss. Also die haben sich wirklich, die haben sich sehr gegenseitig abgelehnt und irgendwann in einer Parlamentssitzung Anfang der 30er Jahre, wie der Dollfuss schon Kanzler war, hat der Otto Bauer ihn hat Seipel den Otto Bauer als Sie sind ja ein Bolschewik genannt. Und der Otto Bauer ist aufgestanden und ist zur Regierungsbank gegangen und hat gesagt, Herr Bundeskanzler, jeder anständige Bolschewik ist mir lieber als Sie, der Heuchler, und hat noch ein negatives Vokabel, Subjekt hinzugefügt, worauf der Dollfuss aufgesprungen ist und gesagt, Herr Präsident des Nationalrats, der Herr Dr. Bauer hat mich soeben einen, weiß jemand, wie das Vokabel belautet, einen nicht Schurken, aber ein sehr hartes Wort hat der Otto Bauer damals verwendet. Während wie der Seipel gestorben ist, hat der Otto Bauer in der Arbeiterzeitung einen Nachruf auf den Seipel geschrieben und ihn als einen harten Gegner, aber einen Menschen mit Charakter und so beschrieben. Und am Schluss, also wenn ein Gegner fällt, ist es üblich, eine Salve über seinen Sarg zu schießen, und dazu bin ich respektvoll bereit, oder so irgendwie war der Leiter, dass der Otto Bauer in der eigenen Partei riesige Schwierigkeiten gekriegt hat, wie man denn dem bösen Seipel und ohne Hülle Münster einen so ehrenden Leitartikel in Justament in der Arbeiterzeitung schreiben kann. Also diese Ja, jetzt ist mir eingefallen. Der Otto Bauer hat gesagt, für jeden ehrlichen Bolschewiken habe ich Achtung, vor einem Charakterlumpen wie Sie, aber nur Verachtung. Und ja. Herr Präsident, der Dr. Bauer hat mich einen Charakterlumpen. Ich habe ja so lange gearbeitet, dass ich auch viel Zeit in der Parlamentsbibliothek verbringen konnte und alte wichtige Reden nachlesen konnte. Und ich habe auch alle Reden des Parlamentsredens Otto Bauer mal herausgegeben, was dann Bestandteil der 10-bändigen Otto Bauer Gesamtausgabe geworden sind. Also das war eine spannende Lektüre. Und es war auch spannend, in der Parlamentsbibliothek bestimmte Karteikarten zu finden, die eindeutig die Handschrift des Karl Renner hatten, der ja damals im Parlament als Bibliothekar tätig war, mit einer wirklich schönen Handschrift, die also wirklich wunderbar, ich habe nie so schön schreiben können wie der Karl Renner, der da die Karteikarten geschrieben hat und seine Spuren und seine Atmosphäre quasi bis in 60er und 70er Jahre, wo ich da eben oft in der Parlamentsbibliothek war, hinterlassen hat. Jedenfalls ist dann als nächster Schritt der 4. 5. März 1933 Ausscheiden im Parlament, dann der schlimme Februar 34 und die
Verfassung vom 1. Mai 1934, die auch deshalb so unter anderem als Ironie empfunden wurde, weil die Regierung Dollfuß gesagt hat, der Nationalrat hat sich ausgeschaltet, er kann nicht mehr da, er hat sich selbst ausgeschaltet. Und im Mai 1934 hat man den gleichen Nationalrat wieder einberufen, allerdings ohne die sozialdemokratischen Abgeordneten, aber jedenfalls war der Nationalrat wieder handlungsfähig und hat die Verfassung des Ständestaates beschlossen. Und das war halt eine Verfassung, die wirklich zugeschnitten war auf die damalige Situation. Der Bundespräsident ist zum Beispiel gewählt worden von einem Gremium, das aus sämtlichen Bürgermeistern der Republik bestanden hat. Das heißt, der Bürgermeister von Gramat-Neusiedl hat genauso eine Stimme gehabt wie der Bürgermeister von Wien oder von Linz oder von Graz. Aber diese Bürgermeisterwahl, diese Bundespräsidentenwahl hat eh nie stattgefunden, weil Miklas war noch im Amt und die Wahl des letzten Bundespräsidenten wäre erst 39 oder was fällig gewesen wäre und da war schon der Hitler. Aber die Zeit des Ständestaates war eben eine Zeit, wo die Wunden des Jahres 34 und auch von 1927 nicht aufgearbeitet wurden, aber Dollfuß dann im Juli selbst ermordet worden durch nationalsozialistische Putschisten, das kennen alle, die sind ins Bundeskanzler eingedrungen, verkleidet als Bundeswehrsoldaten und haben den Dollfuß erschossen. Schuschnigg war sein Nachfolger, hat aber den Kurs im Wesentlichen fortgesetzt und dann ist im 38er Jahr der Anschluss an Deutschland erfolgt. Die Zeit nach 34 war eine Zeit, in der hunderte Sozialdemokraten eingesperrt wurden, manche in dieses Anhaltelager Wöllersdorf gekommen sind und gegen manche oder gar nicht so wenige Prozesse geführt wurden. Einer, gegen den Prozess geführt wurde, war der Bruno Kreisky, der ja damals als junger Mensch und als Student eine wirklich bemerkenswerte Verteidigungsrede gehalten hat. Ich habe einmal auch zu seinem 70. Geburtstag zwei Bände mit Reden von Kreisky herausgegeben und die erste Rede war seine Verteidigung vor dem Sondergericht im Jahr 34 oder 35. Und die Fronten zwischen Kirche und Sozialdemokratie haben sich nicht entspannt. Es kommt noch dazu, ich habe leider mein Manuskript links liegen lassen, aber es kommt noch dazu, dass es damals einen Nuntius gegeben hat, der wirklich keine gute Rolle gespielt hat. Das war der Nuntius Enrico Sibilia, der von 1922 bis 1935 Nuntius war und der vor allem in Erscheinung getreten ist, 33, 34, weil ja zum Beispiel im Jahr 33 manche christlich-soziale doch überlegt haben, ob man das Parlament nicht doch lieber einberufen soll. Und der Nuntius hat strikt abge-, der hat, seine Linie war, die Sozialdemokraten sind Austromarxisten, sind eigentlich Kommunisten und da muss man mit fester Hand vorgehen. Und er hat auch 1934 eine Hardliner-Rolle gespielt. Und Bundespräsident Miklas hat ja bekanntlich zu den Entscheidungen, die damals gefällt wurden, gesagt, wie soll das ein christliches Gewissen aushalten? Nicht auch die Verlängerung des Standrechtes und diese Dinge. Koloman Wallisch ist bis zum Ablauf des Standrechtes nicht verhaftet worden, aber es hat Anzeigen gegeben, dass er dort und dort gesehen wurde. Und daher hatte die Regierung die Hoffnung, dass ihn doch in den nächsten Tagen verhaften kann. Und damit aber da nicht das Standrecht schon abgelaufen ist, weil der Aufstand ja schon längst niedergeschlagen war,
hat man das Standrecht verlängert, um noch innerhalb der Zeit des Standrechtes den Koloman Wallisch an den Galgen zu bringen, im Schnellverfahren zu verurteilen und dann am nächsten Tag hinzurichten. Und mich hat das deshalb, mir ist das deshalb ganz tief eingegraben, weil ich bin in Graz geboren und die Schwester meiner Mutter hat im Haus Technikerstraße 13 gewohnt und im gleichen Haus hat eine Frau gewohnt, einen Stock höher, die war immer schwarz angezogen, wenn ich sie gesehen habe. Und zwar habe ich sie erst gesehen, bin erst 1938 geboren, ich habe sie gesehen, 47, 48, 50, mit schwarzem Kleid, schwarzen Schuhen. Dann habe ich meiner Mama gesagt, du Mama, wieso ist denn die Tante Paula, so ist sie genannt worden, immer so schwarz angezogen? Hat mir meine Mutter erzählt, ja, die war verheiratet mit ihrem Ehemann Koloman Wallisch und der ist also hingerichtet worden und an den Galgen gebracht worden. Und die hat sich so gekränkt darüber, dass sie seither nie aufgehört hat, schwarze Kleider zu tragen. Und ich habe dann auch als Erwachsener die Frau Paula Wallisch kennengelernt. Also es war eine schlimme Zeit. Und über den Nuntius, Sevilla ist vor 10 Jahren ein Büchlein erschienen, eine Broschüre, wo seine Rolle sehr detailliert dargestellt wurde. Und ich habe mich sehr gewundert, weil ich habe jetzt sehr kennengelernt in den letzten 40 Jahren, also die wirklich eine unglaublich konstruktive Rolle gespielt haben. Und das, der Muncius, der aus dem Libanon geboren ist zum Beispiel, der also war ein Musterbeispiel eines Botschafters des Christentums, aus dem, und hat sich Zeit genommen und war offen und war auch selbstkritisch und hat auch die sehr, sehr kluge Analysen, weil er eben ein Libanese war, über die Situation im Nahen Osten. Der Anschluss war eine Katastrophe, die Volksabstimmung eine Farce. Es ist ja bekannt, dass der Hitler ein Ultimatum gestellt hat am 11. März. Und das hat eine Riesenerschütterung, kann man vorstellen, wie die Situation war, was der Schmidt, fast gesagt, der arme Schuschnitt, was der da entscheiden musste und alle, die ihn beraten haben. Und am Abend hat man sich dann entschlossen, dem Ultimatum nachzugeben und Schuschnitt tritt zurück und löst die Regierung auf und macht den Seiß, und der Bundespräsident macht den Seiß Inquart zum Bundeskanzler. Und diese Nachricht ist erst lange nach Mitternacht in Berlin eingelangt. Die haben dort überlegt, soll man jetzt den Führer aufwecken und ihm das sagen oder nicht. Und sie haben es hin und her, dann haben sie ihn aufgeweckt und haben gesagt, also wir gratulieren. Das Ultimatum ist angenommen worden, Seyß Inquart wird österreichischer Bundeskanzler und jetzt können wir ja den Einmarsch wie heißt das damals, der deutschen Wehrmacht absagen. Hitler hat gesagt, nein, das ist zu spät, es wird einmarschiert. Und so hat dieser Einmarsch begonnen und er hat auch dieses schreckliche, zwiespältige Echo gefunden, nämlich die Menschen, die verzweifelt waren, die Selbstmordrate in diesen Wochen ist dramatisch gestiegen. Viele haben versucht zu flüchten und sind auch geflüchtet. Manche waren Opportunisten, die das sich gedreht haben. Aber viele, allzu viele haben gejubelt. Und die Fahnenmeere und so, das wissen wir ja auch aus der Geschichte. Und dennoch war das dann die Zeit, wo sich vielleicht am Anfang Kirche und Sozialdemokratie noch nicht richtig voll orientiert hat. Der berühmte Hirtenbrief der Bischöfe einerseits und das berühmte Interview des Karl Renner, der gesagt hat, er teilt mit, er würde
mit Ja zum Anschluss stimmen, auch wenn er unter anderen Umständen zustande gekommen ist, als er sich das gewünscht hätte, wie es in diesem Interview des Hitler gesagt worden. Aber Linke und Sozialdemokraten und andere und die Kirche waren im gleichen Boot der Entrechtung und der Feindseligkeit von Seiten der nationalsozialistischen Führer. Und das hat natürlich, das gilt auch für die Österreichische Volkspartei, für die meisten, hat ein neues Klima zwischen Kirche und Sozialdemokratie geschaffen. Und wie man dann 7 Jahre später gesehen hat, auch zwischen Kirche und den linken Kräften in Österreich, den liberalen Kräften in Österreich und zwischen der wiedererrichteten Sozialdemokratie, wenn auch unter einem anderen Namen, Sozialistische Partei, und der wiedergegründeten Christlich-Sozialen, wenn auch unter einem anderen Namen, nämlich Österreichische Volkspartei. Das politische Klima war nach April 1945 ein anderes als vor dem März 1938. Und das hat Auswirkungen, die bis heute gelingen und wichtig sind. Man muss sich vorstellen, der Krieg war noch nicht zu Ende. Der Krieg ist ja erst am 8. Mai zu Ende gegangen. Ich glaube, am 8. Mai zu Ende gegangen. Aber schon Mitte April ist in Österreich ein österreichischer Gewerkschaftsbund, ein überparteilicher, gegründet worden, der hat sich in der Ersten Republik Richtungsgewerkschaften gegeben hat, die sich gegenseitig lizitiert hat. Wer hat die härteren Forderungen? Und vor allem ist es am 27. April gelungen, eine gemeinsame Dreiparteienregierung zu bilden und zu vereinbaren, dass das Amt des Bundespräsidenten wird vom provisorischen Kanzler gemeinsam mit seinen drei Stellvertretern, weil der Renner war der provisorische Kanzler und seine Stellvertreter waren Schärf, Kuntschak zunächst, dann Philipp und Koprenick. Koprenick für die Kommunisten. Der Kuntschak war der, der das unterschrieben hat, aber der wenige Wochen später gesagt hat, es geht ihm gesundheitlich nicht gut genug und der Philipp hat dann die ÖVP-Rolle übernommen. Und von da hat es einen neuen Abschnitt in der österreichischen Geschichte gegeben. Der Katholikentag 1951, da war ich 13 Jahre, da kann ich mich noch recht gut erinnern an die Zeitungsberichte damals und was meine Eltern diskutiert haben und wie sie das kommentiert haben und so. Ebenso gut kann ich mich an die Nationalratswahl 1949 erinnern, weil die haben tückischerweise am 9. Oktober 1949 stattgefunden. Das war mein Geburtstag. Aber statt dass sich die Eltern um meinen Geburtstag gekümmert haben, haben sie nur im Radio, Fernsehen hat es ja noch keins gegeben, voller Interesse die Wahlresultate und ich habe dafür überhaupt kein Verständnis gehabt und war vielleicht ein bisschen krank. Umgekehrt ist auf sozialdemokratischer Seite die AKUS gegründet worden, die Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialismus. Es ist über das Konkordat neu verhandelt worden. Da hat es Meinungsverschiedenheiten gegeben, die abhängig waren, ob der Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland eine Annexion war oder eine Okkupation. Und die Sozialdemokraten haben eher den Anspruch der Annexion vertreten. Das heißt, das Land ist von Deutschland annektiert worden, hat aufgehört zu existieren. Daher haben auch alle seine völkerrechtlichen Verpflichtungen aufgehört. Eigentlich sind wir auf 1945 neu gegründet worden. Die andere Theorie, die von der Kirche vertreten wurde, ist die Okkupationstheorie, dass Österreich okkupiert wurde, ohne aber in seiner Existenz sich aufgelöst zu haben, also besetzt wurde. Und nach Abzug der deutschen Besatzungsmacht, der Wehrmacht, ist das Land wieder, ohne sich neu gründen zu müssen, entstanden.
und hat damit wieder alle rechtlichen Verpflichtungen einschließlich des Konkordats zu übernehmen gehabt, automatisch. Und das war damals, bei Kreisky war Staatssekretär von Bayern 50 bis 59 und der Ohler war Obmann der Bauarbeiter und die zwei waren die stärksten Kräfte, die gesagt haben, na, wir sollten uns der Okkupationstheorie anschließen. Österreich ist nicht völlig untergegangen, es ist besetzt worden. Und diese Meinung hat sich dann durchgesetzt. Natürlich der Koalitionspartner ÖVP hat das begrüßt. Und die Okkupationstheorie das Konkordat wieder in Gang gesetzt. Ich glaube, dass man die Rolle von Personen in der Geschichte doch höher bewerten muss, als das manchmal geschieht. Natürlich wird eine Person mit einer bestimmten Konzeption nur wirksam, wenn der sogenannte Zeitgeist irgendwie das ermöglicht oder vielleicht sogar befördert. Das war sicher gültig für Bruno Kreisky und es war auch gültig für Kardinal König. Der Kardinal König, der ja 1905 geboren ist, hat ja sehr interessant über sein Leben und über seine Geschichte erzählen können. Und ich habe ihn sehr oft getroffen und er war sehr oft bei uns zu Hause eingeladen in der Josefstädterstraße. Und er hat die Küche meiner Frau geschätzt, weil sie wenig gekocht hat und auch bereit war, schon um 17:30 Uhr ein Abendessen zu kochen, ein kleines. Das hat ihm sehr getaugt. Und er hat uns sogar im Sommerhaus meiner Eltern auf der Hohen Wand besucht. Er war wirklich eine imponierende Persönlichkeit und der ist ja auch sehr alt geworden. Ich glaube, er ist erst 1999. Also König hat für mich die Lebensdaten 1905 bis 1999. Nein, bis 2004. Gut, okay, muss ich ausbessern. 1911 geboren, war 3 Jahre jünger als mein Vater und hat zwar noch den Fall des Eisernen Vorhangs erlebt, aber ist kurz danach gestorben, 1990 oder 91. 90. Bei seinem Begräbnis war der Willy Brandt und hat seine Rede begonnen. Wir haben auch alle gestaunt. Lieber, guter, schwieriger Freund, hat er am Grab von Kreisky, die zwei waren wirklich gut befreundet, aber sie haben auch manche heftige Meinungsverschiedenheiten gehabt. Und der Willy Brandt hat da so ein Sensorium für Formulierungen gehabt, die man sich ewig merkt, wenn man sie mal lieber guter, schwieriger Brandt. Und die haben gestützt auf viele andere wirklich dann einen Prozess des Wiederzusammenkommens und Zusammenlaufens prognostiziert und auch durchgeführt. Und zwei interessante Dokumente in dem Zusammenhang sind das Parteiprogramm der SPÖ aus 1958, das eben sagt, Christentum und Sozialismus sind keine Gegensätze und erläutert, wo das jeweilige seine Schwerpunkte hat. Und noch deutlicher wurde das im Parteiprogramm 1985, wo dann überhaupt so noch stärker betont wurde, dass Sozialisten und Christen oder Sozialdemokraten und Christen, Katholiken, also viele, viele gemeinsame Zielsetzungen hat, die man nicht untergehen soll. Natürlich ist das alles nicht reibungslos gewesen und ich kann mich sehr gut erinnern an die frühen 70er Jahre, wo es das Thema Fristenlösung gegeben hat und wo es das Thema. Da war es halt so, dass zum Beispiel eine Strafrechtsreform, glaube ich, und ich war überzeugt davon, ich habe mal unlängst meine Reden aus dieser Zeit durchgelesen im Parlament Anfang der 70er Jahre, eine Strafrechtsreform, wo man das Thema Homosexualität nicht in Angriff nimmt und wo man weiter an der Strafbarkeit gleichgeschlechtlicher Beziehungen zwischen Erwachsenen
festhält. Das war für die Sozialdemokratie nicht machbar. Und bei der Fristenlösung war es ja so, dass wir 1966 unter Bundeskanzler Klaus eine ÖVP-Regierung gebildet wurde, die sich auch ein Reformprogramm gegeben hat und wo der aus Tirol stammende Justizminister Glesatzky einen Strafrechtsentwurf gemacht hat, der an der Homosexualität fast nichts geändert hat, aber beim Schwangerschaftsabbruch den Paragraph 144 ersetzt hat durch eine sogenannte Indikationenlösung, dass man ins Gesetz hineinschreibt, Tatbestände, bestimmte, wo der Schwangerschaftsabbruch nicht strafbar ist. Und das ist dann vom Justizminister mit der Bischofskonferenz diskutiert worden in Eisenstadt und die hat Nein gesagt. Die hat gesagt, da darf man nichts ändern an der Fristenlösung. Und das hat dazu geführt, dass der Verhandlungsprozess zwischen SPÖ und ÖVP zum Stillstand gekommen ist. Und die SPÖ-Regierung hat dann einen Entwurf vorgelegt, wo die Indikationenlösung so ähnlich, wie es der Minister Glesatzky gemacht hat, enthalten hat. Die ÖVP hat Nein gesagt. Und dann ist ein Jahr lang verhandelt worden. Und in diesem Jahr hat die SPÖ gesagt, wenn wir eine Strafrechtsreform machen, wo die ÖVP dagegen stimmt, dann machen wir gleich noch einen Schritt weiter und setzen diese medizinisch, sogenannte medizinisch vertretbare Frist durch. In dem Moment hat dann die ÖVP gesagt, naja, aber vielleicht sollte man doch über eine Indikationenlösung, da hat es den berühmten Abgeordneten Dr. Hauser gegeben, einen ÖVP-Abgeordneten, den ich sehr geschätzt habe und der sehr ein kluger Jurist war und der, den ich gerne zugehört habe. Der hat sich dann für die Indikationenlösung eingesetzt, wo dann die SPÖ schon ein bisschen aus dem Fest gelegt war. Da hat die Johanna Donau eine Rolle gespielt und die Hertha Firnberg und der Christian Roder. Der Geißel war immer noch unsicher. Bei der Debatte über die Fristenlösung im Jahr 1973 habe ich eine, wie ich glaube, gut vorbereitete und wirklich meine innere Überzeugung wiedergebende Lösung zur Fristenlösung eine Rede gehalten und dann ist der Geißel zu mir gekommen im Sitzungssaal und hat gesagt, du Heinz, warst nicht jetzt ein bisschen zu viel weit vorn? Ich sage, nein, ich glaube, ich kann den richtigen Satz begründen und vertreten. Naja, hat er gesagt, ich werde mich nochmal melden. Und hat sich dann noch zu Wort gemeldet, und zwar nicht als Bundeskanzler, sondern als Abgeordneter. Zum ersten Mal hat der Geiske nach der Wahl 70 sich als Abgeordneter zu Wort gemeldet. Und hat gesagt, ich werde es nie vergessen, hat gesagt, also ihn schmerzt das sehr, dass es da einen Konflikt gibt und die Kirche hat doch im Laufe ihrer Geschichte gelernt, wie wichtig das Wort Verzeihen ist und man muss sich gegenseitig verzeihen können. Und im Übrigen, ich zögere es nicht zu sagen, auch wenn meine Freunde oder so, da betroffen sein werden, ich täte die Frage des Schwangerschaftsabbruchs überhaupt aus dem Strafgesetz herausnehmen. Und ich bin zutiefst erschrocken, weil das hätte ja geheißen, wenn man es überhaupt herausnimmt, dass gar keine Regelung für den Schwangerschaftsabbruch ist. Dass nicht einmal eine Fristenlösung, nicht einmal eine Indikationenlösung. Und ich habe ihm gesagt, nachher Bruno, aber das wäre kein guter Dienst an der Kirche, wenn man das verwirklichen würde. Aber es ist eh nicht passiert und es ist die Lösung so beschlossen worden, wie sie jetzt schon seit, wie lange ist das, 50 Jahren, 73 bis heute, 50 Jahre im Gesetz steht und wir haben nichts Besseres gefunden seither. Obwohl natürlich, was begleitende Maßnahmen und so weiter betrifft, wir hätte manches geschehen müssen, was nicht geschehen ist. Also das war ein wirklicher Stolperstein, aber
es hat sich diese Sache, ist jetzt wie gesagt 50 Jahre alt und die meisten Erwachsenen können sich ja an die Zeit vorher gar nicht erinnern, auch welche Katastrophen da passiert sind. Ich will da gar keine Beispiele erzählen. Und die Ära Groa war wieder eine schwierige Phase, muss ich sagen. Und zwar hat lange nachgewirkt, aber weil ich meine Zeit auch schon schrecklich überschritten habe, das heutige Verhältnis zwischen Kirche und Sozialdemokratie und auch zwischen Kirche und Staat betrachte ich als vernünftig, als solide geregelt und als getragen von der Erkenntnis, dass man an dieser Grenzlinie zwischen katholischer Religion und politischen Parteien, einschließlich Sozialdemokratie, keine Gräben schaffen soll, sondern ein Klima des Bemühens und Verständnis und um Zusammenarbeit. Und ich glaube, wenn man das heute irgendwo, in welcher Gegend auch immer, sagt, wird man vorwiegend zustimmendes Kopfnicken ernten. Obwohl natürlich, das ist leichter gesagt in der Theorie als in allen Fällen der Praxis durchgesetzt. Aber das Verhältnis zwischen Kirche und Staat einerseits und Kirche und Sozialdemokratie befindet sich nach meinem Urteil, und ich habe mich früher ziemlich viel damit beschäftigt, auf einem guten Weg. Und ich danke für Ihre Geduld und für Ihre Aufmerksamkeit.